Familie Koller spaziert entlang der Simme im Berner Oberland. Hungrig sucht die Familie einen Platz zum Picknicken. Da fällt der Familie ein Warnschild ins Auge. Weiter flussaufwärts stehe ein Wasserkraftwerk, heißt es darauf. Unterhalb des Kraftwerks, zum Beispiel dort, wo die Familie gerade steht, könne es rasch zum Anstieg des Wasserspiegels kommen. Gibt es nämlich im Kraftwerk beispielsweise unerwartet einen Stromunterbruch, so wird dieses ausgeschaltet. Das Wasser, das normalerweise durch die Druckleitung zur Turbine fließt, gelangt nun über das Wehr des Kraftwerks in den Fluss. Das kann ein Vielfaches des Wassers sein, das normalerweise durchs Kraftwerk in den Fluss fließt. Der Wasserspiegel unterhalb des Kraftwerks steigt innerhalb weniger Minuten an. Baden oder Picknicken unterhalb eines Wasserkraftwerks können daher gefährlich sein. Die Familie Koller entscheidet sich, nicht direkt an der Simme zu bleiben und genießt ihr Picknick auf der nahegelegenen Wiese.